Freunde, was geht ab? Bevor das Video losgeht, und zwar eine Kleinigkeit. Wir sind kurz vor unseren 30.000 auf YouTube Abonnenten. Erstmal kurz für den Support hier. Aber es gibt sehr, sehr viele, die die Videos gucken, aber nicht abonnieren, ne? Weil sie einfach die Videos gucken, aber sich denken, jo, passt, alles cool, ich like, ich kommentiere auch. Aber die Abos, Freunde, die müssen ja auch irgendwo her. Müssen wir uns nichts vormachen, ist kostenlos. Einfach mal auf Abonnieren klicken, ein Like da lassen, im Optimalfall noch einen Kommentar für unseren super Algorithmus. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, Kuss für den Support. Okay, okay. Übrigens, der Heli von dir? Nee, unser? Nee, deren Heli. Jetzt habe ich meine Handygröße auf 20% gemacht. Aber ich kann das nicht davon nehmen, weil ich kein verfickter Erzähler bin. Dann fährt er vor, fährt weg, fährt vor, fährt... Ey, Digga, bist du behindert, Alter? Ey. Lauf! Warte, jo. Renn! Semmeier, renn! Sepp! Renn doch! Boah, was riecht das denn hier drin, so eine Fotze? Ich weiß nicht, ich kenne dich mal. Der ist irgendwo noch drin. Da, wo ihrer Zeit ist, er drin. Was? Da liegt er. Perfekt. Ich bin jetzt hier bei der Kluft. Warum stirbt er nicht und warum sterb ich? Also, das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob wir die abknallen, sondern ich weiß nicht, ob das asozial wäre. Look jetzt. Och nein. Auf drei alle gleichzeitig rausspringen. Eins, zwei, drei. Ey, wenn die Helis mit den Geißeln. Ja, geil. Es ist ein geil. Nee, ehrlich. Ja, nee, ehrlich. Du bist ein geiler. Nee, ehrlich. Nein, doch. Und eins. Und zwei. Ey, Kappi, sagt dir, ist Ruhe, sonst knallt's. Oh. Ja, perfekt. Perfekt. Nein. Oh, du willst mich doch verarschen, Alter. Super. Perfekt, Jungs. Das ist, weil hier keine Ruhe ist. Ich hab's gesagt. Also, das finde ich gut. Das finde ich gut, wie das hier aussieht. Hey. Ey, Digga, du bist ein unfähiger Digga. Dein Tänzer! Digga, nein. Dein Tänzer! Ich schau auf meine Mutter, Digga, das ist... Cousin, das darfst du nicht sagen, ne? Das ist der 31er-Move. Jungs, mir weg! Ich wollte mich im Auto verstecken, Cousin. Bei den Fahrzeugen waren nicht alle Scheiben waren schwarz, Cousin. Ja, mit den festgenommen, die Süden, ja, das weiß ich mir jetzt alles vor ihr. Ja. Illegaler Waffenbesitz? Illegaler Waffenbesitz, versuchter Raub. Dann Beleidigung, Körperverletzung. Es gibt keine Beleidigung, ihr Volldeppen. Natürlich gibt's Beleidigung in unserem Bußgeldkatalog. Krieg ich jetzt auch ein Bußgeld, wenn ich morgen deine Freundin fick oder was? Wir sind immer Platz, okay? Platz for life. Platz for life, Mann. Platz for life. Platz for life, verdammte Scheiße. Platz for life, ja, ja. Motherfucker. Und eine Sache bleiben wir immer. Bleiben immer fucking Krypkiller. See. Die Fotzen. Das ist mein Casino-Outfit. Ey, schau gut aus. Ey, schau, das bricht mir so das Herz, Chat. Das ist wie, als würdet ihr mit eurer Freundin Schluss machen, die ihr immer liebt. Und ihr liebt die eigentlich auch noch. Aber es funktioniert einfach nicht mehr. Und ihr müsst Schluss machen, weil es nichts bringt. Steig aus, komm her. Okay, komm her. Komm. Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Nein, er ist nein! Du bist so ein Trottel, weißt du das? Sepp Meier hat alles in der Kontrolle. Zeig mir einen, der das so kontrollieren kann wie ich. Zeig mir einen, Zeig. Zeig mir einen. Wuhu! Oh mein Gott! Ich dachte, ich hab's geschafft. Oh, das wollte ich jetzt mal länger sagen. Oh, ja, was ist denn da los? Was ist denn? Was ist denn? Wer tut es nicht? Ich fick dich, deine Familie, dein Pferdeschwanz, alle! Da, also, du bist gerade in einer ganz komischen Situation, irgendwas zu ficken. Du bist mal wieder meine Bitch, weiß ich gleich, wie immer. Na, und ihr habt kein Fallschirm. Weil ich so einen Rücken hab, Digga. Bam! Und bam ist er weg. Und bam! Bam! Und ah. Oh, ihr habt dir fast. Oh, ihr habt dir in den Hals geschnitten, sie fix noch einmal und auf deinen Arm. Mir geht's gar nicht gut, Mann! Das tut's mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Das kaufe ich dir nicht ab. Warte. Hier als Entschuldigung, kriegst du was geschenkt von mir. Wenn's kein Gras ist, nehme ich's nicht an. Ja, das ist aber als für Fressfleisch danach, weißt? Richtig und richtig. Oh. Ja, der ist so groß.
Steck ihn rein jetzt! Ey, was soll der Schmarrn da hinten? Was soll denn das, hä? Oh, ja! Oh, ja! Ja! Lutsch! Oh, ja! Oh, ich bin gekommen. Schnelle Blitzfrage. Okay. Du musst sie sofort beantworten. 11x11. 22. 122. Ja, scheiß auf den Digga. Was war's schon? 22. Wie lange dauert der Juve? Sage. Kuss, Digga. Sepp. Das weiß ich nicht. Gut, das war's von meinem Sepp. Hey, Sippi, bist du im Funk? Ja, bin ich. Okay, Marcel, von der Skala von einem Gefängnis drin. Ich bin in UPD und in. Ja, wie viel Hafteinheiten? Wie viel Hafteinheiten, Digga? Du musst zur JVA fällig werden, sag denen das. Die müssen das in den Nachrichten angeben, Digga. Die sollen dich doch erstmal einstellen. Oh mein Gott, nein. Digga, Rohat. Rohat, Junge. Warum fliegt er nicht? Warum fliegt er nicht? Sag mir, warum er nicht fliegt. Sippi, du bist ja. Ene, Miste, ich fing ja nicht, ich piste. Jo, Digimon. Läuft bei euch der Hase. Jo, Digimon, was ist mit deiner Stimme los, Mann? Wie, was ist mit meiner Stimme los? Alter, Digimon. Was ist denn los? Einfach Apo, ihr bin der Olle, echte. Ja, normal, die Olle, echte, Mann. Du weißt so. Ey, ich bin ehrlich, ich war immer die Apo-Burger, Mann. Ja, moin, die Burgies, Digi. Die Burgies sind immer für mich, Mann. Zwei. Du weißt, vergiss nicht, Apo-RD, Nutella, Digi, ne? Am Fenster geredet, ob die reden wollen, der hat irgendwas gesagt, ich drehe mich um, der eine kommt rausgerollt, schießt mich ab. RP-technisch Hurensohn. Fertig, aus, Ende. Das ist passiert. Soll mir keiner auf den Sack gehen. Reden kann, Armano. Wieso bedrohen? Ja, was habt ihr in den letzten beiden Male gemacht, der geöffnet hat? Also, wir haben das vorletzte Mal haben wir mit... vor der Tür und habt versucht abzuziehen und einzuschüchtern, bitte, die da hingekommen sind. Also, Manolo und ich... Moment. Ey, kann ich Leute, ganz kurz. Leute, ganz kurz. Das könnte nachher von der Tür kommen. Was hast du gerade gesagt? Runter, ansonsten schepper ich dich gleich weg. Ja, aber ich hab doch mit ihm geredet. Ich hab gesagt, Voice Rec, komm, die Hut. Sagt er, hey. Ich hab das nicht gehört, Mann. Ja, Alter. Tut uns leid. Oh, ich war eben im Knast. Dann komme ich raus und jetzt bin ich hier. Was geht bei dir? Keine Ahnung. Ich gammel hier immer so rum, meistens am Würfelpark und dann suche ich irgendeine Beschäftigung. Also ich muss beichten. Ich habe als Erstjob halt irgendwie so getanzt, weil das halt am Anfang ziemlich gutes Geld bringt für eigentlich nichts tun. Und dann hört man sich natürlich um, was es so gibt, ne? Ja, freilich. Du tanzt hört sich gut an. Ja. Für die Außer Männer schon. Wann ist Privattänzer oder was? Unicorn. Ah, also auch andere Dienstleistungen für den Aufpreis. Nein. Nur tanzen, tatsächlich.